choice, go fight against your fate. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Honkai Star Rail Bonk. Und ja, wir sind hier. Ich bin hier gerade in Version 2.3. Das Spiel wurde gestern geupdatet und ist in Version 2.3 rübergegangen. Ich habe, bevor überhaupt ich irgendwas gemacht habe, schon, und ich das Spiel gestartet habe heute, direkt 3 Trophäen bekommen, welche irgendwie, glaube ich, nachträglich irgendwie reingeaddet worden sind in dieses Spiel. Irgendwie Nesson Dorma hieß eine Trophäe, da war irgendwie die Trophäe für, wenn man mit dem Hauptcharakter hier den Pfad der Harmonie hier betritt, also nachdem ich hier diese neue Version von meinem Hauptcharakter freigeschaltet habe und so, ne? Und ich glaube eine Quest hieß ja, sie wünschte sie wolle sterben oder irgendwie sowas, ne? Dafür habe ich auch eine Trophäe mit dem gleichen Namen bekommen. Und ja, das ist, ich glaube, das sind irgendwie so Trophäen, die nachträglich hinzugefügt worden sind, ne, für diese Version. Und die habe ich sofort bekommen, als ich das Spiel gestartet habe, ohne dass ich irgendwas machen musste. Das ist wie, als ich damals irgendwie, ich habe ja früher angefangen, auf der PC-Version dieses Spiel zu spielen, und dann habe ich mir das Spiel für die PS5 runtergeladen, ne? Und seitdem habe ich jetzt nie mehr auf dem PC gespielt, weil das hier viel schneller geht und so. Und als ich die PS5-Version zum ersten Mal gestartet habe, habe ich direkt alle Trophäen bekommen. Ich habe direkt die Platin-Trophäe bekommen, ohne dass ich überhaupt was machen musste. Und ja, fleißige Augen werden wahrscheinlich irgendwie was bemerkt haben, ne? Unten links und oben rechts habe ich jetzt ein paar Emotes hier als Covers für meine User-ID hier gepackt, ne? Damit man die nicht sieht. Und ja, als ich das Menü aufgerufen habe, wurde ich hiermit begrüßt. Hier sind überall Ausrufezeichen gerade am Laufen, weil halt eine neue Version am Start ist, ne? Und das Spiel jetzt auf einer höheren Version abgedatet worden ist. Und ich würde sagen, wir checken mal hier so ein paar Sachen aus, ne? Was ist hier alles neu? Bei Figuren ist nichts neu. Bei Aufträge. Gehen wir mal Aufträge hier. Das habe ich das schon mal gezeigt. Da muss man irgendwie einmal pro Tag irgendwie Leute hinschicken und dann kriegt man automatisch Belohnungen, ne? Also Offscreen Belohnungen. So, Reiselog. Was haben wir hier? Oh mein Gott, das war vollkommen leer, als ich gestern noch hier gemacht habe. So, eine neue Version ist am Start. Das heißt, wir kriegen wieder gratis Tickets. Sehr cool, ne? So, gucken wir mal hier alles ab. Diese Aktion kann schnell im Voraus erledigt werden. Genau, ich habe gelesen, 80 Tage. Ich habe gelesen, ein neues simuliertes Universum wurde freigeschaltet. Warte mal, was ist das? Ist das der Lichtkegel? Kann man den sich holen? Ah, ich glaube schon, ne? Ist das hier für den Hertha Shop hier? Ich sollte vielleicht irgendwann mal das simulierte Universum zeigen, das ist richtig cool. So, die Story geht auch heute weiter, ne? Aber darum kümmern wir uns erstmal nicht. Also ich kümmere mich heute jedenfalls noch nicht. Das ist irgendwie, wenn man irgendwie Leute einladen will, glaube ich. So, neue Charaktere sind am Start, ne? Also eine Charakterin eigentlich nur. Glühwürmchen heute. Darum kümmern wir uns später, ne? Das sind die Charaktere, die in der 4-Sterne-Gacha verfügbar sind. Bin ich recht zufrieden mit. Sie will ich benutzen, von daher, ja. Und ihn will ich auch benutzen, deshalb, ja, nicht schlecht. So, was ist das hier? Phantom der Apokalypse. Chaos in Erinnerung. Das sind. Haben die einen neuen Endgame-Modus reingepackt? Alter, Leute. Was ist jetzt hier? Schließe Abenteuermission, finsterer Film, der endgültig so wie diese Schirke blieben Etappe vom Ton. Okay, man kriegt gratis Jui anscheinend. Für immer. Cool. Was ein bisschen blöd ist, weil ich vielleicht die Gacha spielen, also ist es ein bisschen, weiß nicht, Verschwendung. Weil ich rechne damit, dass wir sie vielleicht ein paar Mal bekommen. Aber ey, dann kriegt man wenigstens Punkte noch als Ausgleich. Man kriegt da Entschädigung, wenn man Charaktere, die man schon maximiert hat, hier. So, wird der Fahrt. Ich kann meinen Hauptcharakter einfach so abholen hier. Schatten der Harmonie. Okay. Ich nehme an, das kann man haben. Okay.
Ich nehme an, das ist dafür da, falls man hier irgendwie noch nicht so weit in der Story ist oder so. So, ist hier irgendwas neu? Ich glaube nicht, ne? So. Das heißt, wir können jetzt unseren Hauptcharakter einfach so mal eiskalt maximieren. Wo kriegt man denn dann, wo hätte man denn sonst das herbekommen sollen? So, unser Hauptcharakter hat jetzt seinen Pfad hier maximiert. Anzahl des zusätzlichen Schaden der Fertigkeit um 2. Dazu jetzt mit der Fertigkeit. Oder seinen Hut wirft. Warte mal, ist das der? Das ist ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht. Aber der wirft seinen Hut dann noch zweimal. Oh, ist ja richtig geil. Für einen Angriff, der öfter trifft, ist das nicht schlecht, ne? So. Eiselock, namenlose Ehre. Ach, da ist das hier. Hab ich das schon mal gezeigt? Ja, ne. Das ist sozusagen der Battle Pass, sag ich mal, dieses Spiels, ne? So. Und wenn man da Sachen erlegt, dann kriegt man ja Belohnungen. Habe ich das alles schon mal je gezeigt? Das ist ein ruhiger Part hier von Honkai Star Rail, in dem ich einfach mal so ein paar Sachen hier zeige, nehme ich an, ne? Ich will sowieso nur die Gacha spielen und dann mache ich einen Schnitt und dann sehe ich euch mit, was auch immer ich als nächstes in Planung habe, ne? So, jetzt sind die Dailies hier. Da kriegst du sozusagen deine Sachen. Ah, verdammt, jetzt habe ich. Ich wollte das, glaube ich, nicht abholen, weil ich hatte genau 40.000 Stellariade und die wollte ich dabei belassen, aber was soll's. Jetzt habe ich 40.020. Okay, da gehen wir gleich nochmal zurück. Datenbank ist irgendwie neu. Glossar. Was ist hier neu? Horizont der Existenz. Phänomen. Okay. Fraktion. Konter in Himmel. Die Ordnung. Das ist hier, nehme ich mal an, Sonntag, ne? Der eine Typ. So, gibt es neue Figuren? Ja, natürlich gibt es neue Figuren. Gibt es neue feindliche Geschöpfe? Es gibt keine neuen Gegner. Okay. Na, Tutorials ist irgendwann neu. Superbruchschaden. Das kennen wir doch schon. Mission. So, da ist immer noch. Ich glaube, das machen wir irgendwann mal als nächstes, ne? Einfach mal, um hier Dings hier zu machen. Die ich habe ein paar Quests hier übrigens noch angefangen, aber habe ich noch nicht beendet. So, Spielhilfsmittel. Was ist das hier? Also, ne, lass mal. So, dann gehen wir mal in die E-Mails, weil jedes Mal, ja. Yep, jedes Mal, wenn man in das Spiel geupdatet wird, kriegt man noch mal ein paar Stellariade. Also ja, das Spiel ist sehr großzügig, was hier so die ganzen Sachen angeht, ne? So, da klicke ich jetzt noch mal drauf, damit das Ausrufezeichen ist, es immer noch da. Ich glaube, das simulierte Universum tue ich mal irgendwann hier zeigen. Ich will noch nicht sofort die Story weitermachen. Ich will einfach mal sehen, wie das Neueste. Aber ich werde da wahrscheinlich erstmal als erstes alleine spielen. Boah, gehst du mal weg? Weil die immer sehr Tutorial-lastig sind beim ersten Mal. Da will ich das erstmal eher so für mich so ein bisschen lernen, ne? So, was machen wir heute? Wir machen eigentlich nur ein bisschen Gacha spielen, weil darauf habe ich so lange gewartet. Ich will mir nur mal einen Ort aussuchen, wo wir das am besten machen, ne? Gibt ja immer so Gacha-Rituale, so, wenn man dahin geht, ne, und sich die Chancen und so, ne? Ich überlege gerade, wo der erste Ort war, wo wir Glühwürmchen getroffen haben. Das wäre nicht am besten, ne? Aber gehen wir mal zur Glocki-Statue, ne? Weil das wird ja schon passen, ne? Und dann neue Sachen, ne? Bleib immer noch maximiert. Okay, so gut. War so, mein Plan ist jetzt, ich werde jetzt einfach nur die Gacha spielen, ne? Und versuchen, Glühwürmchen und Rune May zu holen. Dann werde ich einen Schnitt machen und euch sehen, wenn ich die beiden maximiert habe und mit der Story irgendwann weitermache, ne? Ich weiß nicht, wann das sein wird, aber ich will die Charaktere benutzen natürlich. Und dafür musste ich die erstmal hier auch hier hochleveln, ne? Und das werde ich ganz bestimmt nicht erschaffen. So, ich will. Oh, die beiden sind beide auf 1. Das ist eigentlich perfekt. Ich will Galaga benutzen, weil ihn habe ich ja mal angetestet in so einem Event und der hat eigentlich richtig Bock gemacht zu zocken. Und ja, das sind alles Charaktere, die ich noch nicht maximiert habe. Sie würde ich auch gern maximieren. Verringert die Maximalstaffung, kam auf 6. Das ist nicht schlecht. Das ist nämlich hier. Sie hat irgendwie so einen Angriff, den sie einsetzt, wenn sie irgendwie 6-8 mal angreift und da wird auf 6 reduziert. Das ist ja richtig geil. So, gut. Ja, dann, ja, das wird jetzt hier ein bisschen, weil nicht.
eintönig, aber was soll's, ne? Muss ja auch mal sein, ne? So, ich will Glühwürmchen. Ich bin mir ziemlich sicher, Glühwürmchen ist der meist gepulte Charakter am Ende des Tages in Honkai Star Rail. Ich gehe ja immer auf Hoyolab, was hier dieser offizielle Reddit, die Reddit-Seite von Dings ist, ne? Von MiHoYo, ne? Also Genshin, Honkai Star Rail, Honkai Impact, ne? Und da tun sie natürlich auch immer Informationen und so was reinpacken und so, und weil nicht tun irgendwie sagen, oh, diese Gacha ist gerade verfügbar, ne? Und ich bin mir jetzt ziemlich sicher, Glühwürmchens Post hatte irgendwie die meisten Aufrufe seit überhaupt. Also ich glaube, Glühwürmchen wird der meistgepulte Charakter sein in ganz Genshin, in ganz Honkai Star Rail. Also ja. Und ich werde mich dem anschließen. So. Ich habe 40.622 Stellare Jade. Ich habe mich darauf fokussiert, heute eine Menge auszugeben. Ich werde sie garantiert bekommen. Ich habe genug Punkte, um sie zu holen, ne? Ich habe schon irgendwie die Gacha angekratzt irgendwie bei Aventurin oder so, ne? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich sie bekomme, ne? Runmei hätte ich am liebsten auch, weil dann hätte ich wortwörtlich jeden Charakter bisher, der mich interessiert. Dann hätte ich wortwörtlich jeden Charakter, den ich unbedingt haben will bisher, ne? Na, bis auf Welt. Ah. Aber Welt kann ich nicht bestimmen, der ist zufällig. Den müsste ich in der Standard-Gacha bekommen oder indem ich hier, weil ich in der Event-Gacha hier meine Pity verliere. Was alles zufällig ist. Also ja, den kann ich nicht bestimmen. So, an sich Seele möchte ich nicht, Seele kann ich nicht leiden. Die war der erste Charakter, der im Event hier verfügbar, aber ich konnte sie nicht leiden. Sie ist nervtötend. Und sie war, als sie rausgekommen ist, der stärkste Charakter im gesamten Spiel. Was? Sie war der erste Event-Charakter, von daher. Ne. So, alle anderen Charaktere interessieren mich ehrlich gesagt nicht. So, Butiel interessiert mich ehrlich gesagt auch. Dann Hang will ich auch haben, ehrlich gesagt. Ich habe gehört, es kommt eine neue Version von März raus. Also hier unser Pinkaritz-Mädchen. Ne? Ich glaube, sie bekommt einen neuen Pfad. Ich glaube, sie bekommt den Pfad der Jagd irgendwie. Habe ich irgendwie so Bilder gesehen. Da hat sie andere Klamotten dann, hat einen anderen Pfad. Ich glaube, sie ist ein 5-Sterne-Charakter. Ich will sie ehrlich gesagt auch benutzen, weil ich finde die auch voll pitzig. Aber als Charakter ist sie irgendwie ein bisschen schlecht. Sie kann ein Schild auf einen Charakter drauf packen und wenn Gegner den Schild angreifen, dann kann sie kontern. Das ist ein bisschen doof. Und ja, ich habe irgendwie angefangen, so ein paar ihrer Fähigkeiten hochzuleveln, aber ne. Ich habe halt nichts anderes, was ich gerade hier leveln konnte. Ne? Und ja. Aber wenn sie einen neuen Pfad bekommt und dieser sehr gut ist, Jagd brauche ich sowieso. Ich brauche mehr Jagdcharaktere. Ich habe, glaube ich, nur zwei. Von daher wäre das nicht schlecht, ne? Vor allem, wenn sie ein 5-Sterne-Charakter wären, ne? Aber das ist, glaube ich, noch sehr weit irgendwie in der Zukunft. Irgendwie wurde so ein Tänzer-Girl irgendwie hier so angekündigt, wo sich die Leute irgendwie beschwert haben. So, keine Ahnung, oh, ihr sexualisiert irgendwie dieses Mädchen, das 15 Jahre alt ist, weil die irgendwie so Tänzer-Outfits irgendwie anhat. Irgendwie so. Ich habe mir ihr Design auch mal angeguckt. Das ist wieder so typisch Twitter. Beschwerde, ich verstehe überhaupt nicht, was da irgendwie falsch ist. Sie hat ein paar Tänzerklamotten an, also weil sie sieht aus wie Nilo aus Genshin Impact, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, worüber die Leute sich hier schon wieder aufregen. Also keine Ahnung. So, egal. So, jetzt habe ich hier 13 Minuten hier erstmal nichts gemacht. Jetzt gehen wir in den Warp, ne? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir sie bekommen. Das heißt, wir setzen uns jetzt einfach gemütlich hin. Ich habe 40.000 Dinger. Selbst wenn das immer noch nicht reicht für Runmei, ich habe immer noch hier noch nicht meine monatlichen Dinger geholt, ne? Und die Punkte kriege ich, indem ich die Gacha spiele. Das heißt, davon kriege ich auch noch welche. Dann könnte ich mir zur Not noch hier welche irgendwie eintauschen in 30. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir beide Charaktere heute kriegen, ne? Damit ich mich hier austoben kann, wieder offscreen. Na gut, fragt sich nur, wie schnell das kommt, ne? Bei meinem Glück kommt sie sofort beim ersten Pull, ne? Pass auf, das da wird mir irgendwie den Rest geben gerade. Okay, gut, so. Ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, aber gut, mach mal. So, Glühwürmchen. Ich hätte dich sehr gerne. Schließ dich mein Team an. So, jetzt sofort, pass auf. Ne, okay. Die Situation von Acheron wird sich nicht wiederholen. Aber ist okay, ich habe genug Punkte. So, gucken wir mal, was wir hier so haben. Ich hätte vielleicht erstmal nachgucken sollen, ob ich...
Aber ich bin immer sehr, da mal Misha, ich bin immer sehr paranoid, ob es irgendwie neue drei Sterne Dings, zweimal Misha, ob es neue drei Sterne Lichtkegel gibt oder nicht. Deswegen gucke ich mir immer an. So, wir haben zweimal Misha bekommen. So, und die Punkte da, diese 8 Punkte, die ich da bekommen habe, die sind sozusagen dafür da, für zum Eintauschen im Shop für mehr Tickets und so, glaube ich, ne? Die kriegt man immer, wenn man einen Charakter doppelt bekommt. So, wie haben wir zweimal bekommen? Kann man mal machen, ne? Sollte wieder, ich weiß gar nicht seine Angriffe, deswegen gucke ich mir gar nicht an. Aber Charaktere zu maximieren. Ich glaube, er hat auch irgendwie was mit Bruchschaden oder so, ne? Ist auch irgendwie so Bruchschaden fokussiert. So, Datenbank. Lichtkegel. Wurden neue drei Sterne Lichtkegel hinzugefügt? Weil wenn nicht, dann okay. Weil wenn nicht, dann kann ich die nämlich immer alle in meine Lichtkegel rein. Man muss da seine Lichtkegel hier hochleveln, indem man andere Lichtkegel oder so Erfahrungsdinger da reinpackt, ne? Und da kann man ja die drei Sterne Lichtkegel auch reinpacken. Und ich gehe mal hier so rum, weil ich nicht wusste, oh, also haben die irgendwie neue drei Sterne Lichtkegel hinzugefügt oder nicht. Und dann gehe ich immer hier so rum, so was habe ich hier bekommen? Zusammenbruch des Himmels habe ich, Wurfpfeil habe ich, Einklang der Zahnräder habe ich, ne? Und anstatt das immer zu machen, gucke ich dann immer an, ob irgendwie neue hinzugefügt worden sind, ne? Aber da keine neuen drei Sterne Dinger hinzugefügt worden sind, muss ich da jetzt nicht mal nachgucken, ne? Das heißt, ich kann die jetzt einfach alle da reinballern, ne? Ohne jemand nachzugucken, so, oh, habe ich die schon, habe ich die schon, weil ich bin mir ziemlich sicher, ich habe alle drei Sterne Lichtkegel maximiert und in meinem Besitz. Warte, wir können ja mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So. Das heißt, 21 Drei-Sterne-Lichtkegel müsste es hier geben, ne? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21. So, perfekt. Ich habe alle auf Level 5. Das heißt, ich muss nicht mehr darauf achten. Aber das mache ich immer, ne? Das stört mich immer. So, gut. Wir haben zweimal Misha bekommen. Machen wir weiter. Glöbchen. Ich glaube, das müsste der fünfte Pull sein. Ich glaube, Aventurina mal dreimal gepult. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe noch eine Menge stellare Jade. Ihr könnt mir nicht entkommen. So. 3. So. Ey. Na, ich wollte schon sagen, noch ein 4-Sterne-Ding bitte. So, cool. Jui. Sie ist übrigens schon fertig, ne? Sie habe ich auch schon voll gelevelt, habe ihr gut Klamotten gegeben, also sie wird vielleicht auch irgendwann mal Teil meines Gameplays, ne? Wenn ich sie finden würde. Ich glaube, sie hat schon alles, ne? Ja, ja, ich habe ich das gegeben. Ihre Sachen sind schon alle gelevelt. Und hiermit werden ihre Ultimate, glaube ich, hochgelevelt, ne? Ja. Ultimate und Talentstufe. So. So, damit hat sie alle Sachen hochgelevelt, ne? So, Widerstandsreduzierung. Wow, das ist neu. Da rechts Widerstandsreduzierungswert steht da auf der rechten Seite. Da war, glaube ich, vorher nicht so. Ja, unter den Namen der Fertigkeit und so, ne? Ja, Widerstandsreduzierungswert 20, 40, ne? Ja, sie hat eine geile Ultimate. Ihre Ultimate ist wie von Atron, ne? Sie tut irgendwie den Widerstand der Gegner reduzieren. So. Gute Nacht, schlaf schön. Die habe ich auf jeden Fall, aber wo ist sie? Da habe ich sogar Pella gegeben. Die ich auch mal irgendwann benutzen will, aber für sie habe ich noch nicht genug, für sie habe ich noch nicht die richtigen Klamotten hier so ausgerüstet. So, boom. Okay, weiter geht's.
Wir haben noch eine Menge Sachen. Blümchen. Du wärst Teil meines Teams. Das ist nur eine Frage der Zeit. Wortwörtlich. Ja. Hör doch, vier Sterne. Bam, 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 bam. Die Frage ist nur, ob ich genug haben werde für Rune Bay. Das ist das Problem. Das ist das einzige Problem, was ich hier encountern könnte, ne? Aber wir haben noch 20 Tage Zeit, ne? Vielleicht kriege ich ja noch genug Dinger in der Zeit. Mal schon. So, ey, nur eine Sache. Galaga. So, jetzt müssen wir uns aber langsam so annähern, so in dem Bereich, wo wir sie kriegen könnten. Oder irgendeinen anderen 5-Sterne-Charakter. Aber darauf wurde vorgesorgt. Salty Dog. Den Gegner treten oder den Kampf vertreten. Erhöht seinen Effekt Widerstand um 50% dauerhaft. Weil das wäre ziemlich krass. So. So. Jetzt gehen wir schnell rein. Ha! Überraschung. Man hat sie nicht gerechnet, ne? Immer noch nicht. Wow. Das ist überraschend. Will, dass sie ein bitteres Ende haben am Ende des Tages? Ich weiß es nicht. Ich bin noch voller Hoffnung. Okay, nur ein 4 Sterne wieder. So, die, ich weiß nicht, ob ich, also den habe ich auf jeden Fall, aber so namenlose Ehre. Jetzt kriege ich hier, da weil ich 5 Gebete gemacht habe, ne? Gebete, Warps, Gebete, Scansion. Ich tue mal erstmal die Sachen sofort hier alle, ne? Machen, ihr habt ja nichts dagegen. So 4 Sterne habe ich davon. Oh. Level 4 raffiniert, keine Ahnung. Tust du das? Sagen wir mal so, so. So, das glaube ich gut für Luca, ne? Weil Luca ist da drauf. Den habe ich auch schon maximiert, aber ihn benutze ich nicht. So. So, 5000 einmal. Verballert. Mal gucken. So, jetzt aber. So, angeblich kann man das irgendwie an die Animation, immer noch nicht übrigens, angeblich kann man das irgendwie auch an der Animation sehen, aber ich sehe keinen Unterschied, wenn ich ganz ehrlich bin, zwischen dem 4-Sterne und dem 5-Sterne-Dingern. Wenn ich ganz ehrlich bin, ja. Ich höre das immer nur an den Sound, die Musik ändert sich. So, Shuya ja mal maximiert. Wenn wir sie jetzt jedes Mal bekommen, dann kriegen wir jetzt 20 Dinger, glaube ich, zum Ausgeben. Und das, wir kriegen sozusagen ein Pull wieder, weil das sind dann irgendwie so irgendwie so gleich viel wert wie ein Pull, also ein einzelner Pull. So, Samsara gemeistert. Boom. Damit haben wir Shui maximiert, ausgezeichnet. Weil ich sie gerade benutze, angefangen habe zu trainieren, ist das eigentlich perfekt. So, jetzt müsste sie eigentlich, jetzt müsste eigentlich sie oder irgendjemand anders kommen. Ah. Ich weiß nicht. Ne, immer noch nicht. Was? Habe ich die gerade schon ein bisschen angefangen? Also ein bisschen angekratzt? Bei Abiturin? Ich könnte nicht scheinen, ob wir am Anfang waren. So, Galaga. So, wenn dann schon Galaga anstatt Misha, wenn es geht. Aber ich hätte gerne. Ich hätte lieber Galaga. Ich hätte lieber mehr Heiler zur Auswahl. Ich habe nur 3 Heiler. Und ich habe den einen Typen nicht, der irgendwie der beste Heiler im Spiel sein soll. Ja. Er fährt beim Einsatz der Fertigkeit ein, die Waffe von einem amüsierten Verbündeten. Er wird gleichzeitig seinen Effekt Widerstand. Geil. Ich bin 13. So, jetzt müsste aber eigentlich, ne? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das so lange dauert. So. Ja, ich glaube jetzt. Ja, okay, man, das ist so ein bisschen verschwommener. Ja, dann erkennt man das. So, die Frage ist jetzt, ist es Glühwürmchen oder ist es ein anderer 5-Sterne-Charakter? Ja. Oder sind es beide? Keine Ahnung. Guck mal. So, da ist Galaga. So, da ist Shuye. Ja, jetzt haben wir 20 Dinger zurückbekommen.
So, guck mal. So, Welt. Okay, ich bin gar nicht mal so. Jawohl. Und Misha. Okay. Wir haben unsere Dings verloren. Das heißt, wir haben nicht Glühwürmchen bekommen. Guck mal, wie viele Sachen wir bekommen haben. Aber wir haben Welt bekommen von allen Charakteren. Das ist geil. Boah. Boah, geil. Guck mal ihn. Boah. Ja. Jetzt habe ich endlich, das genau wie Mona damals in Genshin Impact hier. Ja, ich habe den Charakter, den ich am meisten wollte, von der Standard Gacha endlich auch bekommen. Oh, geil. Ausgezeichnet. Er ist. Machen wir mal ein Sternchen direkt bei dir ran. Er ist auch nicht, er ist Nichtigkeit und er ist imaginär. Richtig geil. Ja, ich weiß nicht, was seine Sachen ehrlich gesagt alle sind. Man konnte ihn einmal antesten und gucken, was er so drauf hat, aber ich weiß es nicht so. Ich weiß nur, seine Ultimate sieht geil aus. Aber ja, habe ich schon mal einen Charakter, den ich hochleveln kann. Sehr gut. Ich bin noch nicht mal traurig. Vor allem, ich weiß sowieso, Glühwürmchen würde ich auch noch bekommen. Ich habe noch genug Dinger. Nur jetzt bei Rune Maze jetzt ein bisschen. So, was willst du mir hier sagen? Also Galaga. Jetzt wird es nur ein bisschen knapp mit Rune Maze. So, das dritte und das fünfte Level tun immer die Fertigkeiten. Hier einmal hochleveln, die hier sind die blau. Da ist aber immer zwei von den Sachen hier hochgelevelt. So automatisch. Automatisch stärker macht. So, wir haben einen neuen Charakter. Cool. Was ist hier immer noch am Blinken? Misha, mein Gott. So viele Charaktere. So, oh, ich habe Welt, geil. Oh. So, und ich weiß, ich krieg noch. Ich werde auf jeden Fall Glühwürmchen noch bekommen, weil ich noch genug Punkte habe. So, da hat auch den seine Sachen hier gelevelt. So, gehen wir mal zum Shop und wir müssen jetzt eigentlich genug Dinger haben, um alles hier zu holen. Ne? Und wie gesagt, diese Dinger kann ich auch noch eintauschen. Also. So, jetzt habe ich genug Dinger hier für. Jetzt kann ich mir meine 5 Dinger holen für heute. Für diesen Monat meine ich. Hier, die können wir uns auch holen. Boom. Und da ich genug Dinger habe und die Dinger auch brauche, boom. Die sind dafür da, um die Skills noch weiter hoch zu leveln, über Level 8. So, ich will aber auch gern diese hier mal irgendwann holen, weil ich brauche einen für Clara. Da ist der einzige Lichtkegel, oder obwohl ich kann jetzt auch den hier holen. Ah, ich hatte aber lieber für Clara. Nicht so viel, ich habe nicht so viel Zerstörungsdinger. So viel Zerstörungslichtkegel. So, jetzt haben wir ein paar Tickets. 5er, sparen wir uns ein bisschen. Und dann gehen wir direkt wieder rein. So, jetzt kommt sie beim ersten Mal. Pass auf. So, das ist 4 Sterne. Also man erkennt es ein bisschen so an der Animation. Das ist ein bisschen verschwommener. Mit so einem kleinen Blur-Effekt irgendwie. So, ich bin auch sehr zuversichtlich. Also Glühwürmchen kriegen wir sowieso. Ich habe genug Punkte für sie. Nur Rune Maze hätte ich auch gerne. Nur wenn wir nochmal die Pity verlieren gegen bei Rune Maze, dann das ist ein gutes Lichtkegel, glaube ich. Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Lichtkegel hier für Blade. Habe ich letztens gesehen, als ich mal irgendwie so mal geguckt habe, so aber ich. Aber ich glaube, ich habe den schon. Ne, ich habe den nicht mal annähernd. Nein, nicht hochleveln. Hier. Mir ist, glaube ich, gut, weil er macht irgendwie mehr Schaden, wenn die AP niedrig sind und Blade hat dauernd niedrige AP. Aber gucken. So. So, wie gesagt, ich bin heute so weit von bereit, alles hier auszugeben, was ich habe. So. Das ist 4 Sterne, ne? Ja. So, jetzt können wir zählen. Das war das zweite Mal. Bei 9 Puls ist garantiert, aber bei 8 Puls ist sehr wahrscheinlich. Das heißt, wir müssen nur 6 Puls machen. Außer wir haben Glück. Was nicht so. Weil nicht. Was nicht so bisher das Problem war. So. Wir kriegen jetzt immer mehr Punkte, weil wir die Charaktere schon alle maximiert haben. So, Julia, wo ich jetzt nicht nachgucken. Ne? So. Direkt wieder rein. Blöck. So. Das ist 4 Sterne, ne? Ja, diesmal erkenne ich das. Ich habe den Blick.
So, wir sind noch am Anfang der 20 Tage, ne? Von daher, ich könnte noch grinden, um meine Chancen erhöhen. Das ist jetzt nicht das Problem. So, Gulaga. Also selbst wenn wir heute nicht schaffen, es ist noch nicht vorbei. So, jetzt 26.000. Boah. Ich bin sowas von bereit, hier meine Reserven hier anzukratzen, wenn es sein muss. So, Gulaga war das, ne? Wie weit bist du schon? Der wird hier auch maximiert heute, wenn es so weitergeht. Ursacht eine Staatsberauschung um eine Runde. Alles klar. Gut, da war jetzt der dritte Mal, ne? Das ist jetzt das vierte Mal. Blah. 4 Sterne. Diesmal erkenne ich das. Ein sehr einseitiger Part heute, aber muss ja auch mal sein, ne? So, ja, wenn ich mit meiner Kontribution hier zu dieser Gacha, wenn die definitiv hier im meistgepulten, weil die tun ja irgendwie ja so das alles verzeichnen, wie oft die Leute hier für die Gacha gepult haben und so, ne? Und deswegen sehen die Macher ja, wie viel die Leute hier gepult haben, ne? So, schauen wir mal, von jedem Treffer des Ultimates um 6. Seine Ultimate ist, glaube ich, der tut irgendwie so ein Schrank irgendwie auf die Leute werfen, ne? So ein irgendwie so was, ne? So, weiter geht's. Wir gehen einfach weiter. 4 Sterne. Diesmal 6. Ich glaube, da ist der fünfte. Ich weiß es nicht. Ich glaube, mit Rule Me wird hat heute nichts. Schade. Wir haben aber Welt. Ich bin noch nicht mal traurig deswegen. Ich bin, finde ich ehrlich gesagt, ziemlich geil, endlich mal Welt zu haben. Jetzt fehlt mir eigentlich nur noch Himeko und den einen Jungen, dessen Namen ich dauernd vergesse. Ja, der kleine Schwertjunge. So. Gulaga haben wir, glaube ich, jetzt maximiert, ne? Auch geil. Können wir ihn auch irgendwie anfangen irgendwann mal? Also ich anfangen, ja? Ne, immer noch nicht. So, Ultimate und Talent plus 2. Okay. So, nein. Ich fange an zu glauben, Glockys Statue bringt mir nicht so viel Glück. Aber jetzt sind wir schon mal hier. Jetzt machen wir weiter. Obwohl, eigentlich hat sie schon Glück gemacht, weil ich Welt bekommen habe. Das war Glück im Unglück irgendwie so. Bam, 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 bam. Naja, ich glaube, mit Rumi wird das heute leider nichts mehr. So, 20 Dinger. Ich glaube, die gleiche Situation hatte ich damals auch, als ich zum ersten Mal für sie gepult habe, ne? Ich habe sie einfach nicht bekommen. So, jetzt aber. Oh, da war ein kleiner Ladebildschirm. Ich glaube, ne? Ja, da war so ein kleiner Black Screen für so eine Sekunde, deswegen habe ich gedacht, oh, die laden jetzt eine andere Animation oder so. Ein Gespräch nach der OP für Natascha. Natascha habe ich damals benutzt hier. Aber dann habe ich bessere Heiler bekommen. Oh wow, was ist hier los? Ich wollte schon sagen, noch eine Sache bitte. So. Wir werden, ich glaube, wir haben immer noch genug für einen garantierten 5 Sterne, wenn wir sie jetzt oder später bekommen in 1-2 Puls. So, Energieregeneration. Ist ehrlich gesagt nicht schlecht. Dieser, ich glaube, die Dinge habe ich sogar auf 80, ne? Ja. Ich glaube, man braucht 14.000 Punkte, ne? Das heißt, wenn ich sie jetzt oder im nächsten bekomme, habe ich immer noch genug Punkte. Um für Roommate zu so, na, da ist er. Jetzt haben wir sie. Jetzt haben wir sie. 100%ig. Das sage ich jetzt nicht in falscher. Das sage ich jetzt nicht in falscher Zuversicht. Wir haben sie 100%ig jetzt. Boom, Glühwürmchen, Zerstörung. Und Sam kriegen wir auch noch gratis dazu. Ausgezeichnet.
Ah, ich vergesse mal einen Screenshot zu machen, ne? Leute machen normalerweise mal einen Screenshot dafür, ne? Nicht, dass ich das irgendwo hin poste oder so, aber gut. Hey, cool. So, boom. Neu. So. Machen wir erstmal hier das. Ne, das Beste kommt zum Schluss, ne? Wo ist Serval? Wo ist Servals Lightcone? Das hier. Wo ist das? Habe ich dann noch nicht gehabt? Doch, hier. Ich wollte schon sagen, hat sogar Serval ausgerüstet. Die habe ich auch eine Weile lang benutzt, aber dann habe ich Kafka bekommen, welche wortwörtlich Serval nur besser ist. Also eine Rock'n'Rollerin. So. Boom. Wo bist du? Wo bist du? Komm, Geface, was machst du da ganz am Boden? Kommst Geface hier hin, kriegst ein Sternchen. So, cool. Oh, schön. Ich habe keine Ahnung, was sie drauf hat. Aber ist auch egal. Ein geröter Kokon schlief ich einst. Oh, schön. Yay. Und sie ist am Lächeln. Oh, sehr gut. So, was sie so alles drauf hat, werden wir am Ende hier mal herausfinden. Nee. Und Welt auch, nehme ich an. So. Ich würde aber sagen, bevor wir sie austesten, gehen wir direkt hier bei Runemay rein. So, ich habe 14.000. 14.000 braucht man, um einmal 9 Stern, 9 für 9 Puls. Ne? Das heißt, ich habe noch genug, um 9 Puls für sie zu machen. Die Frage ist nur, ob ich die auch gewinnen werde. Ne? Aber ich gehe so weit von rein und versuche das nochmal. Jetzt erster Versuch, pass auf. Ne. So, wir machen weiter. Wir bleiben. We stay hungry. Da gibt es doch so ein Lied, ne? We stay hungry, we stay. Wir bleiben hungrig. So. Vielleicht sollte ich das mal ein bisschen vorspulen, aber. Mein Gott, das ist der ganze Part jetzt hier nur, wie ich ja Gatchams am Pullen bin. So, Galaga. Oh, jetzt haben wir ihn aber maximiert, ne? So. Allen, hey. Ey, warte mal, ich habe schon. Ja, ne, es gibt auch noch andere spielbare Charaktere, ne? Warum gibt ihr mir keinen anderen? Fällt mir gerade auf, so. Deren Drop Rate ist jetzt erhöht. Aber das heißt jetzt nicht, dass du nicht auch andere Charaktere bekommen kannst, ne? So, boom. So. Tut eiskalt 20% seines Bucheffekts erhöhen. Geil. Oh, guck mal, die Narben. Je höher sein Bucheffekt ist, desto besser ist seine Heilung auch noch, ne? So, Allen hatte ich schon maximiert, das heißt, da brauche ich nicht nachgucken. So, weiter geht's. Ich bin noch nicht fertig mit meinen Waifu Collection hier. War schwer, wenn ich da wieder holt, ne? Ich habe schon mal für Runemay gepult, aber ich habe sie nicht bekommen damals, als sie halt erstmal rauskam. Ich glaube, das Spiel will mir was sagen. Na, so, Galaga. So, jetzt kriegen wir eigentlich nur noch 20er Dinger. So, boom. Hab ich auch wieder einen neuen bekommen. So, ist halt interessant nach. Ist halt interessant zuzuschauen, ja, ne? So. Haben wir noch eine Light Cone hier maximiert. Finde ich mal cool. Könnte ich ja vielleicht mal irgendjemanden geben. Neu. So, weiter geht's. Ich hatte 40.000 am Anfang heute, ne? Sind jetzt alle weg. Aber macht nichts. Ist kein Problem. Ich frage mich, wie viele Dinger ich gleich habe für den Shop. Ich hatte irgendwie 600. Ich will gar nicht wissen, wie viel ich gleich haben werde. Ich war schon mal 700, glaube ich, ne? Und ich kriege immer mehr, weil ich die ganzen 4-Sterne-Charaktere schon habe. Es kriegt noch mal extra genug Punkte. So, Misha. Ihn haben wir jetzt auch maximiert. Wir haben jetzt... Haben wir Shuya maximiert gehabt? Ich weiß auch gar nicht mehr. Haben wir Shuya maximiert? Und dann haben wir jeden Charakter hier maximiert von den 4-Sterne-Charakteren. Oh ja, perfekt. So, ah, er ist immer noch. Aber ihm ist irgendwie, sie ist mir ein bisschen egal. Galaga und Shuya werden bei mir ein bisschen wichtiger gewesen. So. Runemay. So, immer noch nicht. Ja. Ah.
Man könnte meinen, ich wäre zu gierig, aber nein. Ich habe schon 2 5 Sterne Charaktere, die ich haben wollte. Hook, sie habe ich schon maximiert. Gib mir Links oder so. Ich hoffe, das Spiel hat so eine geheime Funktion. So, oh, du hast schon alle Charaktere maximiert. In dieser Gacha geben wir die anderen Charaktere, ne? Ja, einer. Weiter geht's. 4 Sterne. Ich war der 4. Pull. Ich habe schon wieder vergessen zu zählen. Ja, vielleicht mal meine ganzen Charaktere mal ausprobieren in der Testphase. Galaga, jetzt kriegen wir genug Dinger. Nein, in der Meinung, ich maximiert. So, jetzt kriegen wir mal 20 Dinger. Das ein ganzer Pull ist, ein 20er, ein einziger Pull, glaube ich, ne? Also ein Warp, wenn man 4 drücken würde hier. So. Misha, wo bist du? Da bist du. Und hier bist du maximiert. Boom. Das sind sozusagen alles Passive. Oh, da war ja voll der Spoiler gewesen, ne? Der hat halt diese Kugel, die dieser Uhrmacher hat. Ah. Deswegen muss man das Spiel immer so schnell wie möglich spielen, ne? Weil hier, dieses Bild habe ich irgendwann mal gesehen, nachdem Glühwürmchen hier als Sam hier sich herausgestellt hat, ne? Und wenn ich dieses Bild vorher gesehen hätte, dann hätte ich mich sozusagen gespoilert über wer wirklich Sam ist, ne? Da wäre ein bisschen Spoiler gewesen, ne? So habe ich das erst später gesehen. Da immer noch 4 Sterne. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Also jetzt kriegen wir eigentlich nur noch. Es sind eigentlich die Light Cones ein bisschen, die Lichtkegel ein bisschen attraktiver, ehrlich gesagt. So, Runemate. Weißt du, bist ein Genie, aber 5 Sterne. Und wir haben noch ein paar Dinger übrig. Also wenn wir jetzt verlieren, ist immer noch ein bisschen was übrig. Aber ich bin zuversichtlich. Ich hätte gern meine Waifu. Galaga, aus dem Weg, aus dem Weg. Gepard, dich benutze ich doch nicht mal, Gepard. No. Ah, wenigstens Himeko hätten sie mir geben können. Wow, Gepard, ich habe den hoch trainiert, aber ich benutze ihn irgendwie nicht. Das ist der Bruder, das ist der große Bruder von Links und Serval. Nee, Serval ist die große Schwester. So, was hast du denn hier? Er hat beim Einsatz der Fertigkeit die Grundchance, das Ziel einzuführen um 35%. Er ist eigentlich der beste Charakter, wenn es um Schilde geht, aber Schilde sind irgendwie nicht so mein Spielstil. Ich mache mehr Schaden lieber und Schaden auf Zeit und so. So. Okay, wir haben unsere Gacha verloren, aber wir haben noch 7000. Das heißt, wir haben noch 1, 2, 4 Puls. Und der Monat hat ja noch erst begonnen. Dann könnten wir zur Not hier noch umwandeln in 5. Aber wir kriegen sie garantiert. Ja klar, wir kriegen sie garantiert. Nur ob ich warten soll oder nicht, ist jetzt die Frage. Wir machen weiter. Vielleicht habe ich ja Glück, ne? So, für die ist jetzt. Für die Gacha immer noch nicht verstanden haben. Das nächste Mal, wenn wir jetzt einen 5-Sterne-Charakter kriegen, kriegen wir sie garantiert. Ne, so läuft das hier ab. So, Landaus war. Ich glaube, den habe ich maximiert. Das ist ein guter Lichtkegel. Ich glaube, den habe ich maximiert. Oder ich habe den Level 4, kann sein. So. Ah, sehr kostintensives Gacha heute, aber habe ich mich darauf vorbereitet? Habe ich mich schon seelisch darauf vorbereitet? Wo ist es? Ich habe das Level 1. Was? Ich könnte schwören, ich hatte das schon mehrmals gehabt. Habe ich die Chance, dass der Träger angegriffen wird? Das ist ehrlich gesagt nicht so gut. Das sind übrigens hier
Serval und Gephardt, als die Kinder waren. Also Serval ist hier. Ich habe gerade schon drüber geredet, ne? Ja, links ist die kleinste Schwester, ne? Serval hier ist die älteste und Gephardt ist der mittlere, ist der Bruder. Also sind alles Geschwister, ne? Die man alle auf Dings trifft. Sie wurde irgendwann später hinzugefügt, links. Sie ist der einzige von den dreien, die ich benutze. So. Wir haben noch zwei Puls, glaube ich. Zwei, nee, drei, nee, zwei. Aber ich werde meine Reserven ankratzen. Ich könnte theoretisch noch warten. Ah, das kriegt mein Lichtkegel nicht für Clara. Den will ich schon seit Ewigkeiten holen, weil ich von der richtig gut ist für sie und Clara benutze ich auch. Aber ich habe, aber genau für diesen Momente, Bams. Aber genau für Situationen wie diese habe ich die nicht angekratzt, weil ich mir immer dachte, so, ah, vielleicht brauche ich mal irgendwann einen Charakter unbedingt, ne? Da muss ich meine Dinger hier aufsparen, ne? Genau deswegen habe ich mir die alle angesammelt. So, ne, zweimal können wir noch. Aber vielleicht habe ich auch Glück und ich muss die nicht ankratzen. Ne, ne. Oh, jetzt sehe ich schon Dinger, ey. Und wir tun natürlich nur so viele Ankratzen, wie wir auch brauchen. Ich kann auch Geld hier reinpacken, aber ne. Ich kann auch Geld hier reinpacken in dieses Spiel, aber nee. So. Haben wir schon. So, mein Gott, ich werde so viele Lichtkegel heute hier hochleveln können, ne? Ich werde heute alle Lichtkegel maximieren, wenn das so weitergeht. Und so drei Sterne-Dinge, die bringen nicht so viel. So, jetzt muss ich das schon wieder suchen. Hier. Oh Gott, das haben wir auch schon jetzt maximiert. Nein. Oh, der Schaden der Ultimate wird erhöht. 64%, was? Dauerhaft? So, letzte Chance mit unserem Stellaren Jade. Das ist, glaube ich, der dritte Pull. Ich weiß es nicht. Ah, ich dachte für einen Moment. Ja, dass der Bildschirm immer so ein bisschen mehr verschwommener wird. Da bilde ich mir halt nur ein. So, das Gute ist, es wird ja schon irgendwie angezeigt, was die nächsten Charaktere sind. Und die sind jetzt nicht so berauschend. Ja, wie gesagt, dieses Tänzermädchen, da gibt es irgendwie so einen Fuchsjungen irgendwie. Dann kommt hier diese pinkhaarige Frau, die man in Aventurin-Story gesehen hat. Das sind alles Charaktere, die mich nicht interessieren. Das heißt, ich bin gar nicht so erpicht darauf hier. Mein Gott. Also ich kann es mir leisten, hier alles zu verballern im Moment. So, jetzt müssen wir aber leider unsere Reserven hier ankratzen. Wie viele habe ich? Ja, ich weiß ja das. So, wie viele habe ich? Ich müsste eigentlich genug haben, wenn ich die alle ankratzen würde. Ich habe 56. So, dann holen wir uns erst einmal 10. Wir tun nicht alle direkt holen, ne? Wir tun erstmal hier. So, das sind die Punkte, die ich immer kriege. Übrigens, wenn ich hier die Gacha spiele, wenn ich einen Charakter doppelt kriege, dann kriege ich 20 von denen, ne? Wie man hier sieht, eine von denen kostet 20. Das heißt, ein doppelten Charakter übersetzt sich in ein Ticket, ne? So. Dann gehen wir mal hier rein, ne? Holen wir uns die, ja? Wie viele von der Standard habe ich eigentlich? 8. Warte mal. Können wir noch mehr rausholen hier? Weil, wenn man Charakter auf Level 20 hochpackt, dann kriegt man auch ein Dingens hier. So, wir tun nicht mal hoch schon. So, guckt euch mal an, wie viele Erfahrungspunkte ich gesammelt habe. Ich habe die überhaupt nicht verbraucht in letzter Zeit. Und ja, die werden jetzt hier alle in meine neue Charaktere hier reingepumpt. So, dann drücken wir ja aufsteigen. Da müssen wir ja so Materialien benutzen. Die war beim ersten, die ersten Materialien sind immer gar nichts. Also, das ist voll locker. Und ja, wenn man das auf Level 20 macht, dann kriegt man ein Ticket, ein Standard-Ticket. So, dann machen wir das mal kurz mit ihr und mit Welt, ne? Mindestens. Blub. Dann steigen wir ihn noch mal auf. Boom. Dann
Dann gehen wir hier hin und holen uns ein Ticket. So. Und das ist jedes zweite Level. Jedes zweite Aufstieg, ne? Level 40, dann nochmal auf Level 60. Oh, was macht der? Ja, der hat so einen geilen Gehstock. Warum hat er den eigentlich nicht außerhalb der Kämpfe? Ich finde das voll cool, ey. Ich zeige euch gleich mal, weil er so drauf hat. So, jetzt haben wir 10 Standarddinger. Können wir die auch mal. Können wir die auch mal machen, ne? So, 5 Sterne. Und ja, die Standard-Gacha ist separat von der Event-Gacha, also da kein Einfluss auf die Event-Gacha. Also ja, wenn ich hier jetzt auch noch mal Welt kriege, ne? Auch wenn ich jetzt hier Himiko kriege, ne? Aber ich kann auch 5 Sterne nicht hier bekommen, könnte auch sein. So, habe ich sogar Moment des Sieges. Ich glaube, den habe ich sogar. So, und da ist ja, weil die habe ich schon. Mach's mir. Ah. Oh, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das habe. Ich glaube, das habe ich. Das ist halt immer schwierig, wenn man so ein ja, habe ich so schon. Bei 5 Sterne Sachen ist dann immer schwierig, so ja, wenn man die hochleveln oder wenn man 2 von ihnen haben, weil die sind eigentlich ziemlich gut, ne? Ah, in diesem Moment habe ich zum Beispiel einen Genshin und ich glaube, ich werde den aber ich benutze den noch nicht mal. Ah, ist so traurig. Okay, da haben wir wieder für Serval ja nochmal 20 Dinger bekommen. So. Oh, meiner. 4 Sterne. Also wie gesagt, das hat jetzt keinen Einfluss darauf gehabt. Die Standard-Gacha hat keinen Einfluss auf die Event-Gacha. Also jetzt, das hat sich jetzt nicht resettet, weil wir jetzt einmal einen 5-Sterne-Charakter bekommen haben oder so. Und das ist beides separat, so wie ich das verstanden habe. Deswegen... Es hat jetzt nicht schlimm, dass wir jetzt da einen 5-Sterne-Charakter bekommen haben. So, ich habe gedacht, du kratzt erstmal meine Dinger hier an. Okay, wir müssen noch mal in den Shop. Wir müssen uns wieder Dinger hier holen. Oh, die Dinger werde ich ja auch holen. Guck mal, wie viele Dinger ich habe. So, noch mal 10. Wir müssten eigentlich genug Dinger haben. Ich würde aber gerne noch ein paar übrig haben am Ende. So. Ne. So, da habe ich schon alle 4 Sterne kacke und kriege mal 20 Punkte. Ich bin jetzt ja echt eine ganze Stunde lang am Gacha. Boah. Den werde ich auf jeden Fall irgendwann, weiß nicht, mittendrin irgendwie so, nee, am Wochenende. Keine Ahnung. Muss man auch mal haben, ne? Das ist der Name dieses Parts wird einfach nur, keine Ahnung, der Part, in dem der Daniro sein gesamtes Stellare Jade Vermögen ausgibt. Boah, ich hätte echt nicht gedacht, dass ich hier heute komplett alles ausgeben würde, ne? Aber hier sind wir gerade. So, jetzt werde ich nicht mehr genug Dinge haben für Clevers Lightcone. Noch habe ich genug, aber wie gesagt, jetzt muss ich sie wieder ansparen, ne? Weil ich ja nicht weiß. Ja, ah, das wird wohl nichts mit Clevers Lightcone. Schade. So, Roadmail. Ich gehe nicht weg, bevor du dich nicht auch mein Team anschließt. Gibt's doch nicht. Wenn ich Runemail jetzt hier, wäre es gerade aufgefallen, wenn ich Runemail jetzt hier bekommen werde, dann habe ich wortwörtlich jeden Charakter, den ich jemals haben wollte in diesem Spiel. Weil jetzt habe ich auch Welt. Ne? Welt war der einzige Charakter, das habe ich sogar vorhin noch angesprochen. Vorhin vor einer Stunde. So. So. Das Gute ist, im Laufe des Monats kriegen wir wieder ein paar Tickets zurück, weil ist ja wieder eine neue Version, man hat ja gerade gesehen. So. So. Warum benutze ich das nicht? Das ist voll der geile Effekt. Standardangriff Unfertigkeit um 48% erhöht. Hallo? Warum benutze ich das nicht? Ja, weil ich keine Jagdcharaktere habe. Weil ich keine Jagdcharaktere habe, deswegen. Ich hab nur Topaz. So. Mein ganzes Vermögen. No Stellar Jades. Jetzt müsste ich mich verklicken vor da. Jetzt haben wir sie. Oh mein Gott. Natürlich muss ich erst unter 600 kommen, ne?
Oh mein Gott. Das Ausgeben ist vorbei. Boom. Ah. Okay. Sehr gut. Ich habe alles, was ich mir heute vorgenommen habe, erreicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die beiden sind sich voll ähnlich, sehe ich gerade. Ja, mit 782 Dinger und mit 20 Dingern. Oh ja, jetzt kann ich mir immer noch nicht sagen. Aber okay, wird wieder weiter gespart. So, zum Glück kommt in nächster Zeit kein Charakter heraus, der mich interessiert. Oh mein Gott, hier die Erfahrungspunkte und so, da kann ich mir auch alles holen jetzt, weil ich voll viele Dinge habe. Und ja, die Mifel haben heute den 20. 19. Wenn ich wieder genug Punkte habe hier. Okay, Rune May. Boom. Yay. Harmonie. Ich habe zwar schon genug Harmonie-Charaktere, aber was soll's, ne? Warum denn auch nicht? So, ein Mitglied der Genius-Gesellschaft und Experten im Bereich Lebenswissenschaft. Ja, ja, sie hat genau das simulierte Universum erschafft. So, boah. Wie viele Charaktere? Ich habe 40 von 50. Cool. Ich habe jetzt wortwörtlich jeden Charakter, den ich unbedingt haben wollte in dem Spiel. Ich weiß nicht, wie ich mich darüber jetzt fühlen soll. So. Ich meine, wir sehen die Charaktere jetzt gleich sowieso. Bum, 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 bum. Bum. Bum, bum. Oh, warte mal. Charaktere haben ja immer Dialoge, wenn die irgendwie mit bestimmten Charakteren in ein Team reingepackt werden, ne? So. Oh, sie hat ein Schwert. Cool. Ah ja, ein Roommate hat eine. Das ist keine Gitarre. Ich weiß nicht, wie man dieses Instrument nimmt. Warte mal. Charaktere haben ja bestimmte Dialoge, wenn man bestimmte Charaktere. So, bei Silberwolf, ne? Pass auf. Weil die sind ja beide Stellaron-Jäger. Ich glaube, sie hat irgendwie gesagt, wie das ist kein Spiel oder so, ne? Ich wünsche nur, es wäre Untertitel, ja, in dem Spiel. Das ist halt, was ich mir schon lange wünsche, in Genshin und in Honkai. Ja. Oh. Ich habe nicht gewusst, dass sie ein Schwert hätte. Das ist richtig cool. Ups. Yay. Ich will ein Gesicht sehen. So. Sehr cool. Oh. Ihre Sachen werden wir ja gleich sehen, was sie so drauf hat, ne? So, Welt. Ich will echt, dass Welt hier in Cutscenes mit diesem Stock rumläuft. Ich finde, das gibt denen so viel mehr Style irgendwie, ne? So, dann haben wir Roommate. Ach, Roommate ist so hübsch, ne? Na, oh, dieses Lächeln. So, ich habe keine Ahnung, wie alle diese Charaktere funktionieren. Deswegen gehen wir noch mal ganz kurz. So, ja, genau, die Handys. Also, sie hat so ein DNA-String, ne? Jeder Charakter hat auch so seine einzigartige Handyhülle, ne? So. Was ist das? Weiß ich nicht. Das ist wie so eine Windmühle. Wünsche, das könnte man irgendwie so sehen, so. Okay, Zeit, unsere Charaktere zu testen, ne? So, warte mal. Erstmal fangen wir mit Welt an, ne? Ich habe ihn schon mal getestet. Man kann das nämlich hier machen, indem man hier zum Standard geht und dann geht man hier auf Figurenprobe. Dann kann man die alle mal austesten, ne? So, lass mich mal kurz auffrischen, weil er so drauf hat, ne? Weil er das Ewigkeiten, ja, seit ich das gemacht habe. So, führt dazu, dass die Aktion aller Gegner verzögert ist und verlangsamt werden. Führt ein verlangsamten Gegner zusätzlichen Schaden zu, wird den Schaden, der alle Gegner hinzugefügt wird. So, was hat er hier? Was ist das?
Gravitationsgefängnis, weit. Hey du. Boom. Gucken wir uns mal die Charaktere alle an. So, imaginären Schaden fügt ein Gegner geringen imaginären Schaden zu. Dieser kann dreimal abprallen und hat eine Chance, betroffene Ziel zu verlangsamen. Fügt einen Gegner imaginären Schaden zu, versucht mit hoher Chance Gefangenschaft. Das ist dieser Status, wenn man irgendwie Gegner mit imaginär bricht, ne? Wenn verlangsamt Gegner zusätzlich geringen imaginären Schaden zu. Okay. So, hier haben wir mal Danhang. Haben wir den schon mal? Habe ich den schon mal gezeigt? So, wieso kann ich nicht die Moves verlangsamen? Ich drücke L1, aber irgendwie wird nicht verlangsamt. Ich will nicht auf Dings hier vorspulen. Okay, ich nehme an, wir sehen die nur vorgespult, die Angriffe. Was ist hier gerade los? Hallo? Warum funktionieren die Hälfte? Ich drück Dreieck, aber passiert nichts. Hallo? Die Hälfte meiner Knöpfe funktionieren nicht. Jetzt. Hallo? Hallo? Was ist denn gerade los? Eine Sekunde mal. Ich glaube, ich tue mal kurz meinen Controller an und ausmachen. Wie geht das überhaupt? Irgendwie reagieren die Hälfte der Knöpfe von meinem Controller nicht. So, ausschalten. Wieder anschalten. So. So, irgendwie reagieren die. Ja, irgendwie reagieren die Hälfte der Knöpfe gerade nicht. Außer die haben das jetzt geändert, dass man jetzt mit Kreis nicht mehr zurückkommt. War doch L1. Ja, die haben das geändert. Man kommt mit Kreis nicht mehr zurück zum Standardangriff. Für die Leute, die jetzt verwirrt sind, mit Dreieck tut man ja zwischen den Angriffen wechseln, ne? Und wenn man ja bei Dreieck zum Beispiel ist, mit Kreis konnte man, glaube ich, früher mal zurückgehen, aber jetzt geht er gar nicht mehr. So, dann können wir mal sein Dings einsetzen. Jetzt mal seine Ultimate. Und ich meine, seine Ultimate sieht richtig cool aus. Ja, guck ich da mal an. Tut ihn so ein schwarzes Loch hier. Einfach einfangen. Er ist eigentlich eine noch stärkere Version als der Hauptcharakter in seiner Harmonieform. So, warte mal, dann Hang kann ja Gegner verlangsamen, ne? Das heißt, er macht jetzt mehr Schaden, ne? Ist auch verlangsamt, ja, da sind so Stiefel mit Pfeilen nach unten. Alter. Ja. Und dann mit der Ultimate. Da ist er aber noch nicht tot. Okay, ich glaub, seinen Angriff haben sie ein bisschen die Animation geändert von Danhang. Okay. Warum wurde ich direkt da eingepackt? What? So, gut. Haben wir sie. Ach, das ist das Ding, womit sie sich in Sam verwandelt, ne? Cool. Okay, ich könnte schwören, ich. Sie hat so eine Glocke da hinten, deswegen habe ich gedacht. Aber ich finde so putzig, dass sie so ein Schwert hat. So, dann testen wir mal Runemei als nächstes. Sie habe ich auch nicht mehr in Erinnerung. Natürlich habe ich sie damals mal ausprobiert hier. Aber ich weiß nicht mehr, was ihr. Ich weiß, irgendwas mit Bruch-Effekt hat sie, glaube ich. So viel Bruch-Effekt in letzter Zeit, ne?
ist die neue Meta hier. Okay, hört die Schwächebruch-Effizienz aller Verbündeten und verzögert zusätzlich die Aktion von Gegnern mit Schwächebruch. Wenn Verbündete bei Gegnern Schwächebruch verursachen, erleiden diese zusätzlich Bruchschaden. Hört bei allen Verbündeten den. Ich kann nicht darunter scrollen. Was ist auf einmal los? So, Verstärkung. So, was für ein Ding? Wisch die Zitter, streich die Ärmel. Was macht das? Oh Gott, beim nächsten Kampf gehen wird automatisch einmal rundmäßig Fertigkeit ausgelöst. Dieser Effekt verbraucht keine Fertigkeitspunkte. Oder im Delegant, wo wir Gegner eingreifen. Was? Sie hat Effekte, die im Dingens nur aktiv sind? Ich sage, was Schwäche der Gegner betreiben und Angriffe. Macht Sinn, ne? Weil sie hat ja mit Hertha das simulierte Universum empfunden, ne? Also macht Sinn, dass sie irgendwie eine Fähigkeit hat, die irgendwie darauf Einfluss hat, ne? Aber gucken wir mal. So, sie hat schon direkt Dings aktiviert. So, ging Eisschaden zu. Nachdem wurden mir ihre Fertigkeit eingesetzt hat, erhält sie Oberton, was Schaden und Schwächebruch-Effizienz aller Verbündeten erhöht. Erhöht Widerstands-Duration aller Typen der Verbündeten und fügt nach einem Angriff auf ein Ziel Überreife zu. Ah, okay. Also ich tut Charakter stärken und die Verteidigung erhöhen, erhöht die Geschicklichkeit aller Verbündeten außer der Figur selbst. Wird bei einem Gegner Schwächebruch ausgelöst, erleidet er zusätzlich Eisbruchschaden. Erhöht die Geschwindigkeit aller Verbündeten. Was bedeutet das? Einfach so? So, einfach so gratis? Erhöht die Geschicklichkeit, dann kommt. Ja, okay. Einfach so? Geil. So. Ja, was zuschauen. Papa, warum Natascha? Ja, weil sie halt der Guard-Heiler ist, ne? So. Bonk. Ja, ja, normaler Angriff ist natürlich nicht so. Ja, ja, normaler Angriff ist natürlich jetzt nicht so spektakulär, ne? Soll ja auch nicht, ne? So, zeig mal. So. Hört den verursachten Schaden 6% und die Schwächebruch-Effizienz um 64%. Ist ja noch krasser als Robin. Wow, Robin und Runmei in einem Team. Die können eine eigene Band gründen. Na. Ja, ich habe meinen Spaß haben hier an mein Intro zu arbeiten. Ne. Okay. Unleash the Chicken. Okay. Ist mal, wie sie abläuft. Perfekt. Gut. Kommt mir alles nicht bekannt vor. So, die anderen Charaktere haben wir alle schon gesehen, ne? Werden wir vielleicht auch noch mal sehen. So, jetzt bin ich gespannt, wie sie funktioniert. Ich habe so das Gefühl, sie hat auch irgendwie so, weil ich orientiere mich irgendwie so ein bisschen, was Sam so drauf hat als Boss. Und ich habe so das Gefühl, sie ist so ein bisschen wie Blade. Sie tut irgendwie HP opfern, keine Ahnung. Verwandelt sich mit der Ultimate und erhält neue Fähigkeiten. Erhöht bei der Verwandlung sowohl die Bruchfähigkeit als auch den Bruchschaden erheblich. Warum so viel Bruchschaden in der Zeit? Implantiert Gegnern Feuerschwäche. Das hat mir jetzt nicht so. Setze die Technik ein, um die Figur in die Luft springen und sich ohne Einschränkung bewegen zu lassen. What? Glühwürmchen kann ihre Technik einsetzen, um in die Luft zu springen und sich ohne Einschränkung zu bewegen. Nach dem Ende der freien Bewegung oder erneuten Drücken der Technik-Buttons setzt Glühwürmchen ihren Sturzangriff ein, mit dem sie alle Gegner im Wirkungsbereich der Technik angreift und ihnen Feuerschwäche implantiert. Boah, einfach so. Ja, verbraucht aber. Also eine Animation hier. Oh, ich bin echt gespannt, wie sie funktioniert. Sehr geil. Okay.
Oh Gott. Ah. Eiskalt. Warte, ich habe die Sonne. Keine Ahnung. Okay. Geil. Genauso weit wie Atron, einfach so krass. Hey du, wie geht's, wie steht's, na? Oh, ist ja richtig geil. So. Okay, für Gegner einen geringen Feuerschaden zu. Fertigkeit. Verbraucht einen Teil der eigenen LP, ich hab's gewusst. Und stellt Energie wieder her, um einen Gegner Feuerschaden zuzufügen. Die nächste Aktion wird vorgezogen. So, Ultimate. Tritt in den Start vollständig Verbrennung ein. Zieht die eigene Aktion um 100% und erhält die verstärkten Standardangriff sowie die verstärkte Fertigkeiten. Erhöht außerdem die Geschwindigkeit, Schwächebuch effizient und den vom Gegner erlittenen Bruchschaden bis zum Ende des Countdowns. Also einfach Vollverwandlung, ne? Je niedriger die LP sind, desto geringer wird der erlittene Schaden. Im Start vollständige Verbrennung ist die Schadensreduktion stets maximal wirksam und der Effektwiderstand wird erhöht. Wenn die Energie beim Kampf unter 50% liegt, wird sie auf 50% wiederhergestellt. Sobald die Energie vollständig wiederhergestellt ist, werden alle Debuffs entfernt. Oh. Also sie ist genauso wie Blade, nur Blade wird stärker und tut mehr abziehen, wenn er... Wenn er weniger AP hat und sie tut mehr aushalten. So, was? Ich bin schon. Ich nehme an, weil ich da reingesprungen bin in den Ding, ne? So, wie lange hält denn dieser Modus? Boah, ist richtig geil. Ich nehme an, eine Runde steht da. Noch eine Runde steht da. Sehr cool. So, da bin ich. So, ich will ehrlich gesagt nicht die Gegner so schnell wie möglich erledigen. Mal ausfinden, wie die funktionieren. So, ah, nee, ich will sie ja gar nicht. So, was ist ein Angriff? Oh mein Gott, guck mal, unten links. Ihre AP werden halbiert, wenn ich halt einsetze. Ja, warte mal, was passiert denn jetzt, wenn ich das jetzt einsetze? Was passiert, wenn ich das jetzt einsetze? Sie ist ja schon verwandelt. Wie lange hält dieser Modus an? Wie lange ist sie denn? Ich dachte, sie ist nur... Ich dachte, sie ist nur... Sam steht sogar da. Oder ist es umgekehrt? Oh, was? Oder ist sie immer in Sams Dingens? Oh, schade. Warum läuft sie denn da mit dem Schwert rum? Ich hätte mir ehrlich gesagt gewünscht, sie wird auch irgendwie außerhalb des Kampfes, im Kampf als Dings rumlaufen, als Glühwürmchen, ne? Ohne Sam. Rüstung halt. Auch jetzt hat sie zwei Schwerter. Ja, wenigstens sieht man den und wieder. Sehr geil. Aber ich hätte gedacht, sie tut sich irgendwie hier als sie kämpft als Glühwürmchen und dann tut sie sich im Kampf mit der Ultimate zu Sam verwandeln, weil das ist das Einzige, was hätte passieren könnte. Warte mal, ich kann die ganze Zeit. Was ist dabei ihr Fähigkeit nicht anwendbar? Ja, weil halt ihre Verwandlung ist, ne? Diese Form werden wir bestimmt irgendwann mal in der Story sehen, ne? So, wenn ich jetzt noch wüsste, wie lange das anhält, ne? So, machen wir dich fertig. Okay, machen wir die Platt. Erstmal die Kleinen hier.
Super Wurf. Ja, okay. So, ne, sie bleibt dauerhaft in dieser Form. Alles klar. Ich habe ja ihren Lichtkegel schon, ne? Ich habe ja ihren Lichtkegel schon, ja, diesen, wo wörtlich Sam drauf ist. Von daher gebe ich wahrscheinlich ihr das, ne? Nehme ich an. So, könnte mal kaputt gehen. So, also bis zur nächsten Aufnahme werde ich Glühwürmchen als auf jeden Fall hier maximiert haben, ne? Könnt euch schon mal drauf, beziehungsweise Sam, ne? Ja. Und dann geht's halt richtig los. So, wieder hier rein. Ah, ist er weg? Sie tut mir irgendwie so leid, weil ich habe so das Gefühl, sie leidet irgendwie jedes Mal, wenn sie sich in Sam verwandelt. Deswegen weiß ich nicht, wie ich mich darüber fühle, mit ihr die ganze Zeit hier als Sam rumzulaufen, ne? Ja, bestimmt irgendwie Konsequenzen oder so, ne? So, mein Gott, wie viel hättest du denn eigentlich aus, ey? Galaga ist aber auch richtig krass, ne? Die muss ich unbedingt hochleveln. So, der Hund hat noch überlebt. So, mein Gott, du bist ja immer noch. Immer noch. Warum nimmt er nur 500? Was? Alter, warum hält er so viel aus? Das ist ja so ein normaler Hund. Alter! Was ist dieser Hund so tanky? Mein Gott, warum hat denn der so viel ausgehalten? So, cool, das ist Glühwürmchen. Beziehungsweise Sam. Sehr geil. Gut, yeah. Also ist eigentlich nur das Schwertdekoration für sie. So Gefühl. Aber egal. Warte mal hier. Tägliche Mission. Oh, keine Ahnung. So, cool. Also ja, da war ein etwas. Da war eigentlich nur so, guckt den Daniro beim Gacha-Spielen zu, ne? So, ich bin. Ah ja, ich habe gerade einen Erfolg bekommen, ne? Enge Einkampfsieg mit einem Team, das Glühmischen und Daniro enthält. Okay. Wie hieß das jetzt gerade? Verdammt, jetzt habe ich das direkt weggedrückt. Uff, das sind 100 Dinger. Guck ich in der Aufnahme nach. So, cool. Wir sind voll blank, was jetzt hier Stellariade angeht, ne? Muss ich mir erst wieder zusammenfarben, ne? Aber hey, dafür habe ich alles bekommen, was ich haben will für eine Weile. In nächster Zeit werden keine Charaktere rauskommen, die mich interessieren. Wo muss ich hier hin? Ich muss hier hin. Okay, da kann ich locker ausweichen. Gut. Wie viele Dinge habe ich überhaupt? 169, nice. Gut. Aber ja, muss ja auch mal sein. Ne? Daniro muss ja auch mal ein bisschen der ganz schwer. Ich muss auch zugeben, ich habe mich in den letzten Monaten hier voll zurückgehalten, in sowohl Honkai Star Rail als auch Genshin. Ne? Ich war eine ziemliche leere Gacha Session letzten Monat. Deswegen musste halt mal hier irgendwas ausgegeben werden. Ne? Ich bin jetzt vollkommen blank, muss für den nächsten Charakter sparen, welcher auch immer sein wird, ne? Aber hey, cool, ne? Dafür habe ich alle Charaktere, die ich haben will. Ist sie? Ne, sie ist größer als der Wolf. Ich finde der Cape hinten so cool. Ja gut, ja, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so lange dauern wird, aber ja, so lange hat es gedauert und ja, dann sage ich, sehe euch das nächste Mal, wenn ich hier Glühwürmchen, ich weiß nicht, ob ich Runemay auch schon hochgelevelt haben werde oder Welt, aber ich werde mich erstmal auf Glühwürmchen fokussieren, ne? Ich habe eigentlich, glaube ich, noch, habe ich nur so Reserve? Ne. Okay, vielleicht könnte das ein bisschen dauern, ne?
Aber wenn ich mich hier jeden Tag jetzt hier voll konzentriere, ich habe so viele Erfahrungspunkte angesammelt, ne? Also ich kann sie locker hier hochleveln. Ich weiß nicht, ob das reicht, um sie auf Level 80 zu bringen. Aber es ist definitiv viel. Von daher, ja, die Sporen werden halt wieder das Problem sein, ne? Ich meine, die ersten sind immer voll billig, ne? Aber danach kommt immer alles, ne? Hier brauchst du nur drei Dinger. Aber irgendwann wird es immer viel teurer. So, hier wird ein Problem sein, weil ich werde nicht genug haben für alle Charaktere. Modul Gamma, Alpha, Beta. Okay, aber da wird schon, ne? Hier, für ihr gebe ich wahrscheinlich das hier, ne? Das ist bestimmt voll auf sie ausgelegt, ne? Das heißt aber, ich muss Blade eine andere geben. Nein. Genau deswegen wollte ich klar was Lichtkegel haben, weil mir gehen die Zerstörungsdinger ja aus. Aber ich werde mir schon mal einfallen lassen, ne? Gut. Ja gut, dann sage ich, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge geht's dann, ich weiß nicht, was wir in der nächsten Folge machen werden, ob wir in der Story weitermachen oder ob wir vielleicht mal Sparkles Companion Quest machen oder so. Aber ich werde mir was einfallen lassen, ne? Bis dahin wird aber Glühwürmchen hier hochgelevelt sein, ne? Weiß nicht, wie lange das dauern wird, aber so lange wird das jetzt nicht dauern, habe ich so ein Gefühl. Ja gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge trotzdem gefallen, auch wenn ja nichts passiert ist, außer dass ich ja gesessen habe und Charaktere gepult habe. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüssikowski, Leute. Man sieht sich. Ciao.